Hallo, der David hier und im heutigen Video beantworte ich eure Instagram-Fragen hier auf YouTube. Danke für die vielen Fragen, die eingetrudelt sind. Ich werde versuchen, die paar interessantesten hier für euch zu beantworten. Frage Nummer 1. Hast du dir manchmal vorgestellt, wie dein Leben ohne Wettkampf-Bodybuilding verlaufen wäre? Ja, das habe ich tatsächlich ab und zu schon mal so überlegt, wie mein Leben dann wohl verlaufen wäre, aber nicht in der Tiefe, denn ich habe ja mit 15 angefangen zu trainieren und hatte auch damals schon die Absicht, Wettkämpfe zu machen und damals wollte ich noch gerne in die Zeitschriften rein oder auch die Zeitschriften, die ich als 15-Jähriger so gelesen habe, Sportrevue, Flex und so weiter. Und das heißt, der größte Teil meines Lebens, ich bin jetzt 42 und der größte Teil meines bewussten, wachen, Erwachsenenlebens war dem Bodybuilding gewidmet und hat mit Wettkampf-Bodybuilding zu tun gehabt. Und ich verdanke dem auch sehr viel. Dementsprechend ist so der alternative Handlungsstrang ohne Bodybuilding für mich gar nicht wirklich denkbar. Also ich sage es nochmal, ich war damals 15, als das angefangen hat und ja, was hat man davor gemacht, ne? Ein bisschen mit Nintendo gespielt und davor war man halt ein Kleinkind und ich habe Bodybuilding sehr viel zu verdanken, ich habe sehr viele interessante Menschen kennengelernt, ich habe das große Glück, das große Privileg, dass ich mir eine Karriere oder eine Existenz damit aufbauen konnte. Danke an der Stelle an meinen aktuellen Sponsor ESN und ich habe sehr viel gesehen, sehr viel erlebt. Der Rep One-Zuschauer oder Team Andro-User-Fan, der hat davon einiges auch mitbekommen. Ich bin um die ganze Welt gekommen, habe jede Menge erlebt, sehr viel gesehen und das möchte ich auf keinen Fall missen. Dementsprechend habe ich das nie bereut, dass ich diesen Weg so eingeschlagen habe. Wie oft den Trainingsplan ändern? Also ich bin grundsätzlich ein Fan davon, einen Trainingsplan relativ lange oder sogar sehr lange beizubehalten. Ich weiß, es gibt da die Theorien, dass wenn man den Trainingsplan ändert oder die Übung ändert, dass man den Muskel irgendwie verwirrt und dann wieder zu neuem Wachstum anregen kann. Ist auch im Prinzip nicht falsch, bloß wenn man einen Plan hat, der gut funktioniert, dann bin ich ein Fan davon, den sehr lange durchzuziehen, um eben auch wirklich Kraft- oder Muskelaufbau zu ermöglichen. Das heißt, dass die Kraftsteigerung, die ich habe, nicht nur daran liegen, dass ich mich eben an eine neue Übung gewöhne und da langsam besser werde, sondern daran liegen, dass ich wirklich stärker werde, weil ich die Übung perfekt beherrsche, weil alles darauf abgestimmt ist. Ich weiß schon, was ich für Aufwärmsätze mache, ich weiß, welche Gewichte ich bewegen muss, ich weiß, wie ich die Maschine einstellen muss. Ich kann mich also voll auf den ja, echten Kraft- und Muskelaufbau konzentrieren, ohne dass ich mich immer wieder an einen neuen Plan gewöhnen muss. Das macht zwar Spaß, ist ein bisschen mehr Abwechslung, aber man braucht eben eine Weile, bis man eine Übung so richtig beherrscht, bis was sich im Trainingsplan so eingeschliffen hat. Und da verliert man, denke ich, viel Zeit, wenn man dauernd die Trainingspläne ändert und man verliert auch den Überblick über die echten Fortschritte. Wenn ich mal mit der Übung anfange, mal mit der Übung anfange, dann weiß ich nie so wirklich, werde ich jetzt stärker oder bin ich jetzt nur stärker, weil ich die Übung jetzt als erstes mache, statt als drittes. Meine Empfehlung, mindestens mal 2 Monate, wenn nicht sogar länger, den gleichen Trainingsplan beibehalten und auf die Fortschritte konzentrieren. Muskelaufbau auch ab 40 Jahren noch möglich? Ja, auf jeden Fall. Es kommt natürlich immer darauf an, von welchem Niveau kommt man. Wenn man jetzt zum Beispiel mit 30 beim Mr. Olympia gestanden hat und man ist dann irgendwann über 40, dann geht es eher abwärts, das muss ich zugeben. Aber jetzt jemand, der noch nie richtig trainiert hat, wenn der sich mit 40 sagt, ich gehe jetzt ins Studio, natürlich kann er noch Fortschritte machen. Und abgesehen davon, was ist denn die Alternative? Ne? Also will man sich sagen, mit 40 plus, weil es jetzt schwerer ist als mit 20, lasse ich sein und lege mich direkt ins Bett oder in den Sarg. Also auch mit 40 geht es natürlich noch vorwärts. Wie ernähre ich mich als Schichtarbeiter am effektivsten? Grundsätzlich würde ich versuchen, mich genauso zu ernähren wie einer, der Tagschicht arbeitet oder eben normal von 9 bis 5 arbeitet. Es ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Und man muss ein bisschen mit Shakes arbeiten oder mit Riegeln, um eben in kurzen Pausen auch eine Mahlzeit reinzubekommen. Generell, wie gesagt, würde ich versuchen, das ganz normal durchzuziehen. Wenn sich das verschiebt durch die Tageszeiten oder weil man eben dann tagsüber schläft, dann die Mahlzeiten eben so hinbekommen, dass es sich in der Woche wieder ausgleicht.
ausschlaggebend ist ja nicht die Uhrzeit, wann du die Sachen isst, sondern dass du am Ende des Tages bzw. im Mittel über die Woche deine Mahlzeiten, deine Kalorien, deine Makros und so weiter drin hast. Welche Supplemente würdest du von ESN empfehlen? Also grundsätzlich kann ich von ESN eigentlich alles empfehlen. Ich an der Stelle sage euch mal meine drei Top-Supplements. Das ist einmal Whey-Protein, dann Kreatin und Omega-3s. Das sind so die Basics, die ich eigentlich wirklich immer nehme. Und was dann noch schön ist on top, ist eben ein Booster. Da du nach ESN fragst, mein Favorite ist eigentlich das normale Crank. Wie überprüfen, ob der aktuelle Trainingsplan richtig für einen ist? Ja, wer schon öfter ein Video von mir geschaut hat, der weiß das. Ich bin ein großer Verfechter von Trainingstagebüchern. Wie auch immer man die führt, ob es jetzt ein Buch ist oder ein Zettel oder ein Heft oder was Vorgedrucktes oder was Selbstgemachtes. Man muss, finde ich, sein Training dokumentieren und dann wirst du relativ schnell feststellen, wirst du stärker, funktioniert's. Du kannst in einem Trainingstagebuch auch festhalten, wie du dich fühlst, ob du Schmerzen hast. Du kannst logischerweise sehen, wenn du deine Gewichte notierst, ob du stärker wirst. Du kannst dein Gewicht dann notieren. Und dann kannst du nach 3-4 Wochen ziemlich gut beurteilen, funktioniert der Trainingsplan, funktioniert er nicht, muss man da was anpassen oder komplett neu machen oder sich vielleicht einen Coach nehmen. Wie viele deutsche Meisterschaften hast du gewonnen? Das müssten 3 sein. Also ich habe 2008, 2013 und 2014 jeweils das Superschwergewicht gewonnen. Haben Bodybuilder mehr Probleme mit den Zähnen aufgrund der riesen, ich glaube, Mengenfilter an Essen? Also die Menge an Essen, glaube ich, ist kein Problem. Was tatsächlich bei manchen Problemen ist, ist eben Zähneknirschen, weil sie beim Training zu sehr auf die Zähne beißen. Das hat mal ein Zahnarzt bei mir untersucht, weil er sich dafür total interessiert hat und hat dann festgestellt, dass obwohl ja mittlerweile ich das 27 Jahre mache, meine Zähne eigentlich keine großen Verschleißerscheinungen zeigen aufgrund von Zähneknirschen. Ansonsten, was jetzt die Ernährung von einem Bodybuilder angeht, ich meine durch Reis und Hühnchen und Gemüse, was so dazu gehört, schädigt man die Zähne wohl kaum. Im Gegenteil, da man eben sehr, sehr wenig Zucker isst, also ich habe keine einzige Plombe zum Beispiel und noch alle Zähne. Ich denke, dass man sehr wenig Zucker isst, ist ein riesen Vorteil im Bodybuilding, von daher kann man die Ängste, glaube ich, begraben. Meinung zu Vanadiumsulfat, Kombi mit Chrom sinnvoll, effektiv? Ja, das ist tatsächlich nur eine Meinung. Ich habe das nie ausprobiert, habe aber, glaube ich, mich erinnern zu können, dass das ziemlich stark für Haarausfall sorgt. Alle Bodybuilder, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, oder Coaches, da war nie die Rede davon, von Vanadiumsulfat. Von daher glaube ich, dass man es nicht wirklich braucht und würde eher die Finger davon lassen und mich eher aufs Training, auf die Ernährung und auf die Basic Supplements konzentrieren. Arnold versus Sebum, bessere Körper, bessere Linie. Ja, da muss ich sagen, aus meiner Sicht geht der Punkt dann immer noch an Arnold, weil er einfach so der Prototyp vom Classic Bodybuilder ist und da ist auch in der Form nie mehr einer so rangekommen. Es gibt vielleicht unter Bodybuilding-Kriterien andere, die besser waren, härter oder natürlich massiver, muskulöser. Aber Arnold hat eben einfach den Arnold-Look und der hat mich einfach so geprägt, wie er ist. Und da kommt eigentlich auch keiner ran bis jetzt. Welche Rolle spielt eure Kleine bei der Frage, bereite ich mich nochmal für eine Saison vor? Naja, also wer eine 5-Jährige zu Hause hat, der weiß, wie anstrengend und laut und wie schön das auch ist. Und das verträgt sich zugegebenermaßen nicht besonders gut mit einer Wettkampfvorbereitung. Liegt aber auch so an meinen allgemeinen Lebensumständen, eben noch mit Selbstständigkeit und Studio und so weiter. Da bleibt dann eben wenig Restzeit. Wenn ich jetzt ein Vollprofi wäre und würde nur trainieren und essen und schlafen und hätte die restliche Zeit dann für meine Familie, dann würde es wahrscheinlich auch ganz gut funktionieren. Aber ein Kind ändert schon einiges, muss ich sagen. Und ich verbringe sehr gern Zeit mit meiner Tochter und will das auch genießen. Und ich glaube, wenn ich jetzt so auf Diät wäre und im Fokus wäre, dann würde ich wahrscheinlich schon den Fokus eben, ja, wie schon gesagt, aufs Training und auf so eine Vorbereitung legen. Und da würde, glaube ich, ziemlich viel liegen bleiben. Und da habe ich schon ein bisschen Angst, dass ich dann da ja was verpasse mit meiner Tochter. Muss man mal schauen, ob ich meine sonstigen Lebensumstände ein bisschen erleichtert bekomme und das dann trotzdem nochmal vereinbaren kann.
Ja, werde ich natürlich dann kundtun, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe. Bei langem Aufbau sinnvoll, eine Zwischendiät einzubauen. Ja, also dieses Konzept von Mini-Cuts oder wie man das heutzutage nennt, das ist mir ehrlich gesagt völlig fremd. Ich kenne nur, wenn man aufbaut, dann aufbauen, Fokus auf mehr Muskeln, mehr Kraft und ja, Gewichtszunahme. Und dann macht man eine Diät. Ich halte nichts davon, wenn man ja, zum Beispiel einen Aufbau hat, der gut funktioniert und eben stärker wird. Und man hat sich schon damit abgefunden sozusagen, dass man eben nicht ganz so schön aussieht. Dann da wieder einen Gang zurückzuschalten und dann in die andere Richtung zu arbeiten und dann wieder zurück. Also meiner Erfahrung nach entweder oder, entweder gehe ich einen Aufbau. Der muss nicht heißen, dass man es total übertreibt und übermäßig fett wird. Aber Aufbau heißt eben Aufbau und wenn der zu Ende ist, dann geht's in die Diät. Tipps, eine Hochzeit essenstechnisch gut zu überstehen, ohne unhöflich zu wirken. Ja, wenn man jetzt wirklich auf eine Hochzeit eingeladen ist und keine Tupperschüssel mitbringen möchte, dann würde ich folgendermaßen vorgehen. Trinken nur Wasser oder Leitgetränke, ne? Am besten kein Alkohol und ja, keine zuckerhaltigen Getränke. Die Torte würde ich auch eher vermeiden. Da kann man sich vielleicht noch aus der Affäre ziehen und was man aber immer essen kann, eigentlich ist mageres Fleisch, wenn es da Fisch gibt und ja, mageres Fleisch, Hühnchen oder Schweinemedaillons oder meinetwegen auch Rinderbraten. Davon kann man ruhig eine ganze Menge essen. Mit den Nudeln, mit dem Kartoffelgratin, was es da sonst noch so gibt, wäre ich auch wiederum vorsichtig. Ich würde mich dann auf Gemüse und mageres Fleisch beschränken, da kann man eine ganze Menge von essen, ohne dass man sich die Form total ruiniert. Und da hast du was zum Alibi-Essen, falls einer guckt und muss keine Tupperschüssel mitbringen auf die Hochzeit. Gegen welchen Bodybuilder aus den 70er, 80ern hättest du dich gerne gemessen auf der Bühne? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Habe ich so kurz drüber nachgedacht und dann ist mir als erstes Barry DeMay eingefallen. Die Experten werden das wissen, das war so, ja eigentlich die 80er Jahre ziemlich genau, von Anfang bis Ende. Und ich glaube, da hätte ich mich ganz gut einsortieren können. So. Lee Haney war ein bisschen zu brutal, aber ich glaube, so Barry DeMay, wer war damals noch? Bob Paris, in der Richtung hätte ich mich ganz gut einsortieren können. Und das wäre wirklich mal interessant gewesen, da zu stehen. Ich glaube, da hätte ich gut reingepasst in diese Ära, in diese Dekade. Das war's für heute mit der Fragerunde von Instagram. Danke fürs Mitmachen, hoffe, euch gefallen. Teilen, liken, kommentieren und bis zum nächsten Video. Guten Pump, tschüss.